Ja, hallihallo und herzlich willkommen. Da sind wir eh schon wieder, ja, wo wir gerade aufgehört haben. Wahrscheinlich seht ihr es eh in einem Part, weil ich es zusammengeschnipselt habe, oder wenn nicht, dann in einem neuen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie sich das am Ende dann ausgeht. Jedenfalls wird es ein toller Boss-Rush werden. Also das ist er ja schon. Und wir sind ja mittendrin. Mittlerweile bei Boss Nummer 13 habe ich gezählt. Die wir brauchen, die wir brauchen. Und ich bin drauf gekommen, ich habe einen Fehler gesagt vorher. Das Gargoyle Duo, das habe ich schon gebraucht, das habe ich überlesen und habe ich jetzt schon gemacht. Es gibt nämlich einen anderen Weg, wie man noch gehen kann. Könnte man später auch machen. Aber ich habe mir gedacht, ich mag so, weil der Weg für mich besser ist. Aber das habe ich ganz verschwitzt, dass das Gargoyle Duo auch dazu gehört. Aber in dem Fall war es so. Jo, also, ich noch einmal ganz kurz: Margit, Godric, Leonir, Missbegotten. Dann den Roten Wolf von Radagon, Renala, Royal Knight Loretta, Radahn, den Mimikgegner, dann den Magma-Wurm Makkar, Godfrey, der erste Lord, dann Morgoth, dann haben wir den Ahnengeist gehabt, dann haben wir den royalen Ahnengeist gehabt und jetzt kommt Astel, die Ausgeburt des Abgrunds. Ja, bei diesem Boss, das ist ein riesiges Gebiet, ein riesiges Bossareal. Ich hole mir auf jeden Fall wieder meine Asche zu Hilfe und dann muss ich schauen, dass ich schnell zu ihm hinkomme. Denn glaube ich, auf Nahkampf ist besser. Denn auf Entfernung hat er extrem starke Magieangriffe, aber er wirkt extrem cool und ästhetisch. Einer meiner absoluten Lieblingsbosse. Und ja, nicht umsonst am weitesten versteckt, entfernt, am entferntesten versteckt. Und sag mal, wenn man das nicht weiß, ist auch möglich, dass man den im kompletten Spiel überhaupt nie findet. Aber ja, wir finden alles, denn wir machen einen Boss Rush, einen richtigen, ordentlichen. Genau. Wie, das ist egal, aber wir machen ihn einfach. Und es macht Spaß. Gut, los geht's. Das soll auch Spaß machen. Wisst ihr? Es soll Spaß machen. Und es soll nicht eine Muss-Geschichte sein. Du musst beim ersten Mal gewinnen. Du musst ihn beim ersten Mal schaffen. Das will ich nicht. Und das mache ich nicht. So. Jetzt haben wir es. Gut. Na, Spaß bei. Ende jetzt. Kann ich schon? Na, ich muss mal schauen. Jetzt geht's. Schaut euch bitte diesen geilen Gegner an. Extrem cool, dass ich gleich fast sterbe. Das ist ein Wahnsinn. Und ich habe überhaupt keine Leben mehr, weil ich vorher vergessen habe. Aber dann, wenn ich sterbe, dann habe ich es. Aber vielleicht schaffe ich es so. Vielleicht schaffe ich es auch. Wird zwar hart mit 7. Estus. Ich sage immer Estus. Ich muss mal hinkommen. Das ist einmal das Gefährlichste. Dass ich da mal zubekomme. Zube. Aber schaut der nicht irgendwie edel aus? So, wo bist du, mein Helferlein? Wo ist mein Helferlein? Au. Okay, jetzt hat er sich kurz vertschüsst. Aber er kommt wieder. Er hat sich kurz vertschüsst, da ist er schon wieder. Wo bist du, narrisch? Ich vergesse immer, dass ich den ausweiche. So, und anvisieren und hin zu ihm. Ah, jetzt hat er ihn. Und das ist halt wieder der Vorteil, weil dann ist man abgelenkt. Es wird hart, wird ein harter Kampf. Wird ein harter Kampf. Ah, ja, ich habe viel zu wenig Leben. Das wusste ich, das wird jetzt nichts werden. Ja. Okay, warum? Warum denn? Warum denn? Obwohl die Hälfte hätten wir schon wieder weg, das ist ja Wahnsinn, ne? Ah, was der für eine. Boah. Und wieder tschüss. Weil das ist seine Stärke, aus der Distanz. Oh, jetzt heißt es wegrollen. Jetzt macht er seinen Kometenangriff. Ja, ist halbwegs gegangen. Ah, wenn ich ihn nur treffen würde. Ich treffe ihn einfach nicht. Ja, das wäre es, aber ich habe nur mein Leben, das wird jetzt nichts. Ach Gott. Schade, schade. Schade, schade. Ja.
wenn ich ihn nur einmal staggern könnte. Oder so ein Crit-Treffer. War das einer? Bitte. Sag's. Warum kann ich ihn nicht? Na, das wär's jetzt gewesen. Nein, bitte, komm, es ist eh noch mehr. Ein Schlag. Nein, jetzt geht es sich nicht aus wieder um einen, ne? Jo, oh ja, jetzt hab ich einmal das Glück auf meiner Seite gehabt, oder? Ja. Also das hätte ich nicht geglaubt mit 7 Leben. Also 7 Leben. 7 Leben. Das ist wie bei einer Karte spielen, ne? Na, ich meine, ihr wisst schon. Boah, mit 7 Fläschchen nur. Ich, Wahnsinn. Also das macht die Mimik wieder wett. Boah, wow. Und wie viel habe ich da jetzt bekommen? 250, 40.000 oder was? Aber ein cooler Boss, ne? Habe ich euch nicht so viel versprochen, oder? Astel, die Ausgeburt des Abgrunds. 298.000 habe ich wieder. Jo. Cool, ne? Ja, hier war der Bosskampf. Darum hier das komische Fleckerl. Ja. Also dann haben wir hier schon mal einiges erledigt. Eigentlich eh fast alles. Da haben wir dann noch was zu tun. Und ja, da haben wir auch noch was zu tun. Der nächste Boss, der kommt dann da gleich wieder. Das ist, geht ja, Schlag auf Schlag hier bei uns. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ob ich da jetzt das Leuchtfeuer hier aktiviere, diesen Ort der Gnade oder nicht, das ist eigentlich auch schon Schnurzpiepen, oder? Allerdings könnte ich es machen, weil wieso habe ich das da oben vergessen, ne? Aber ja, hätte ich anders gespielt, ne? Aber ja, wie gesagt, bin bei Weitem kein toller Spieler, bei Weitem nicht. Aber es klappt doch irgendwie immer. Natürlich mit Hilfe, aber das sagte ich schon 100 Mal und das sage ich auch wieder 100 Mal. Mir ist das wurscht, ich will Spaß haben am Spiel und genau, so soll es sein. Und mit diesen Worten sage ich herzlichen Dank mal für diesen Boss und dann geht es gleich weiter mit einem neuen Boss, mit Boss Nummer 14 dann schon. Und der ist auch wieder im Untergrund in Einsel. Drüben in Einsel findet man den dann. Nämlich hier dann, in diesem Bereich. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, hallihallo. Ich bin bereits hier im Unterlauf der Einsel. Und hier sehen wir wieder mal diese hässlichen Ameisen. Riesenameisen. Wo es schon cool ausschauen auch, ne? Aber da schwindeln wir uns jetzt vorbei. Denn der Weg ist nicht weit. Dass da laufen wir. Bis zum nächsten Boss. Der ist dann eh gleich hier um die Ecke. Hier jetzt nochmal rechts und dann glaube ich links. Oder so halb links. Genau. Und wir sind schon da. Und wir sind schon da. Die Schnellreisepunkte, also die habe ich mir schon alle freigeschaltet. Weil ich geschickt und gescheit bin. Ich könnte noch Geschäft heiraten. So geschickt und gescheit bin ich. Okay, gut. Gut, kann ich schon, ich kann noch nicht, denn da vorne, bitte nicht wundern, hier ist kein Nebeltor, aber das brauchen wir auch nicht. Und ihr braucht euch auch nicht fürchten, denn da oben dieser Typ, gegen den müssen wir auch nicht kämpfen, obwohl das auch cool wäre, sondern es kommt ein anderer. Kann ich hier schon, ich kann noch immer nicht, aber ich hole mir auf jeden Fall wieder die mit der Dornasche als Hilfe, denn der Boss, der hat es ordentlich in sich. Boah, ich bin schon gespannt. Viel Spaß. Lass dich überraschen. Kann ich schon? Noch immer nicht. Gleich kommt er. Komm. Ich hoffe, ich kann überhaupt. Ah, jetzt kann ich. Ah, okay. Und schnell. Okay. So, darf ich vorstellen, der Drachenblutsoldat von Noxtella. Ein ordentlicher Kaliber. Also am besten hier ist es auch immer unter ihm bleiben. Aber dann macht er mit seinen Patschehändchen immer sowas, genau, und das ist nicht schön. Darum ist es immer gut, wenn man mehr in seinem Beinbereich bleibt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die alle irgendwie ein bisschen schwächer sind jetzt. Das habe ich mal bei einem Ahnengeist schon. Oh, jetzt heißt es weglaufen.
Ja, das genau. Und ich lauf in ihn rein, ne? Ich sag weglauf und lauf zu ihm hin. Das ist natürlich von Vorteil, wenn du da eine Hilfe hast. Ja, das ist alles Wahnsinn. Was war da früher los, bitte? Ach Gott, Mann. Wie dumm habe ich mich angestellt? Ich meine, jetzt auch noch immer, aber vielleicht um eine Nuance besser. Hallo, wieso kann ich nicht? Ja, gleich haben wir ihn, ne? Wir haben ihn gleich. So, jetzt darf ich auch meinen letzten Schlag machen. Dankeschön, ne? Danke. Hallo, ich will. Ja, gut. Okay, dann haben wir das auch. Ja, ich habe mich schwer in Erinnerung gehabt. Man, wir haben schon wieder so viel Runen. Gut, dann wäre wieder ein Boss erledigt. Das war jetzt Boss Nummer, weil vorher habe ich gesagt 14, das war schon 15, weil den das Gargoyle Duo habe ich da nicht mitgezählt gehabt. Also wir haben noch einmal Margit, Godric, dann das Scheusald oder Leonin Missbegotten, dann den Roten Wolf Radagon, Renala, die Royal Knight Loretta, dann Radahn, dann die Mimik, den Mimik-Boss, dann den Magma-Wurm Makar, Godfrey, den ersten Lord, den ersten Elden-Lord, Morgoth, dann haben wir den Ahnengeist gehabt, dann haben wir den royalen Ahnengeist gehabt, dann haben wir Astel vorher gerade gehabt, die Ausgeburt. Dann haben wir jetzt gehabt den Soldaten von Noxtella und das Gargoyle-Duo. Somit haben wir 10, ich zähle es nochmal nach, 10, 11, 12, 13, 14, 15 haben wir. Also eigentlich hübsch die Hälfte haben wir. So sagen wir, plus minus. Und ja, die, was ich auch natürlich gemacht habe, da reden wir gar nicht. Die waren sicher schon 10, 15 auch. Jo, gut, dann sage ich gleich mal wieder herzlichen Dank. Und ja, es geht ja eh gleich wieder weiter. Wie gesagt, es wird ja alles zusammengeschnipselt. Dass das ein cooles Ganzes wird. Also dann macht's gut und bis gleich. Es geht gleich weiter. Ja, hallihallo, ich bin auf dem Weg zum Haus Vulkan. Ich bin in Gelmir und ja, ich habe von Patches ja, habe ich ganz am Anfang gesagt, ich glaube, ich habe es gesagt, dass ich im ersten Durchlauf ihn getötet habe. Und jetzt im zweiten Durchlauf fehlt mir noch eine einzige Rüstung und ich habe ihn ja leben lassen. Er dient mir jetzt als Händler, also diente mir als Händler in der Trübflusshöhle ganz am Anfang des Spiels und mittlerweile sollte er sich dann im Hause Vulkan aufhalten und da kann ich ihn dann über eine Quest dann, glaube ich, noch die letzte Rüstung abluchsen. Die will ich dann noch bekommen. Und jo, allerdings hier am Weg gibt es wieder eine coole Sache, also cool. Für ihn, für mich nicht, dass er eigentlich in jedem Souls-Spiel auch schon probierte, er will uns in eine Falle locken. Denn Regenbogensteine weisen den Weg zum Reichtum, seht ihr? Und ja, wenn man dann zu diesen Steinen geht, weiß ich nicht, ob da was passiert. Kann man die nehmen oder muss man da hingehen? Ich schaue mal den Weg an. Passiert da irgendetwas? Da vorne ist der nächste. Ich gehe mal den ganzen Steinen entlang. Ich habe keine Ahnung, vielleicht passiert eh nichts. Allerdings, da vorne ist wieder einer. Weil bis da runter geht, ne? Und da ist noch einer. Die Regenbogensteine, aha, okay. Das ist neu für mich, habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist so wieder so typisch. Kennen wir ja genau aus Dark Souls 1, ne? Gab mal der Riesen. Then stay away from the Volcano Manor. Du bist so ein Arschloch. Du hast nichts dazugelernt. Die ganzen Spiele hast du nichts dazugelernt. Okay, ah super, der auch noch, ne? Der auch noch. Mann, super, der. Boah. Bitte nicht, bitte nicht. Boah, das ist aber schon ein bisschen schon schlimm.
Verjüngender Poli, okay. Hey, wow, die sind schnell. Aber ich bin noch schneller. Ich glaube, ich muss mich da ein bisschen verzupfen. So, jetzt weiß ich, wo bin ich? Wow, die verfolgen mich immer noch. So, wo bin ich? Wo muss ich hin? Was ist da los? Wow. Irgendwo werde ich immer noch verfolgt. Jetzt haben mich die da runtergeworfen. Das ist doch. Das bin ich da unten in der Senke, ne? Dämlich, ne? Okay, na, dann haben wir das gesehen. Ich mache jetzt nicht weiter im Let's Play, sondern ja, verabschiede mich mal kurz und wir sehen uns eh gleich wieder und dann, glaube ich, treffen wir uns im Haus Vulkan dann. Also bis gleich. Entschuldigung, ich habe mich kurz dazwischen gemeldet. Es ist auf einmal ein Magmalin-Turm, wollte ich sagen, hier erschienen. Natürlich ein Bosskampf, das dürfen wir nicht verpassen. Den werden wir auf jeden Fall mitnehmen hier. Auf einmal ist er da gestanden und auf mich zugeprescht. Das kann es ja wohl nicht sein, ne? Puh, aber der hat es auch ordentlich drauf. Au! Au! Hallo, kann. Au! Na, lass mich nicht weg von da, oder? Also das ist manchmal schon ein bisschen fies. Lass mich jetzt einmal in den Angriff übergehen. Ich will. Oh, der ist Wahnsinn, ne? Der hat ja ordentlich Leben. Au. Fiff mich gut, wie ist er? Okay. Ich habe doch nicht viel Platz irgendwie. Ich muss aber schauen, dass ich hinter ihm bleibe. Ah, wieder nix. Das war nix. Das war nix. So. Müsste ich auch nicht machen. Schon wieder sowas, ne? Aber ja, ich gebe euch alles. Dann habe ich wahrscheinlich im Endeffekt dann eh fast alle Bosse gemacht. Oder viele. Bis auf die Dungeon-Bosse. Ja. Au, 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 au. Weg hier aus der Lava. Aus der Lava raus. Boah, der hat einen Schlag drauf, ne? Fiert mich gut. Ah, wo, hallo? Wo ist er? Jetzt ist er da hinten? Der hat sich weggespawnt einfach. Du Freak, du. Du Freak. Na, der traut sich was. Weg hier, weg hier. Jetzt nicht sterben am Schluss, bitte. Bitte nicht am Schluss sterben. Ach Gott, das ist immer so verzögert, ne? Ja, immer wenn ich mich heile, ne? Aber ein paar habe ich noch. Ich will nicht anvisieren, immer das mit dem Anvisieren, ne? So will ich. Geht ja viel besser. Und roll. Geht sie wieder nicht aus. So. Viel hat er eh nicht mehr. Komm. Ein, zwei Schläge noch. Ah. So, das war's mit ihm. Boah. Wahnsinn, ne? 57.000. Auf einmal stand er da. Auf einmal stand er da. Der blöde Magmalin-Turm. Und da oben ist auch wieder irgendein NPC. Da ist doch irgendwer. Da war doch was. Sprich doch gleich, oder? War da nicht was? Beim letzten Mal? Hm. Na egal. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir es nur eingebildet. So, mit dem Pferd macht es mir jedenfalls nichts, wenn ich durch die Lava laufe. So, wo bin ich? Da oben. Hallo? Au, au, ich. Ja, jetzt reicht's dann, oder? Sag mal, was ist mit euch Freaks los? Ich glaube, ich vertschüss mich. Tschüss. Was zum Teufel? Was läuft da nicht richtig bei euch? Gut, ja. Gut, ich sag. Hallo, also was ist mit denen? Was sind das für komische blöde Jane? So,
Hat man da mal eine Minute Ruhe? Das ist ja. Wir haben ein Bär, naja, den Bär lassen wir. Bär lassen wir Bär sein. So, wo? Jetzt bin ich da. So, Handwerkerhütte. Ja, da bin ich jetzt eine ganze Runde gegangen. Ne? Das muss ich ja gar nicht. Das muss ich gar nicht. Okay. Nein, das muss ich gar nicht. Okay, dann haben wir kurz den wieder einen Boss gemacht. Und ja, dann sehen wir uns wirklich gleich jetzt im Haus Vulkan und dann aber wirklich. Bis gleich. Ja, hallihallo. Wir sind endlich da im Hause Vulkan und wir sprechen jetzt mit ein paar Leuten. Ja, weil wir schon da sind, jetzt machen wir es halt mal und schauen wir mal, was da zum Sagen haben. The Volcano Manor. I am Tanith, the proprietress of this house. Raya spoke well of you, a warrior of promise, I believe she said. Perhaps you are prepared to make a commitment. Will you join us here at the Volcano Manor and resist the tide? Why accept the burden of their grace or be fooled by the dogmatic ramblings of the Fingers? Rise with us. Against the Erdtree. Ja, tritt mal bei, natürlich. Interesting. Your decision is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor family. The drawing room lies down the hall. Make yourself comfortable, but be sure to earn your keep. Dankeschön. The drawing room is through the hall. Use the key I handed you. Yep. Er sagt natürlich nichts, ne? Der ist buh. Er ist richtig buh. Ja, dann schaue ich doch ganz kurz rauf, denn da ist irgendein Boss auch. Also Boss. Irgend so ein, weiß ich nicht, Invader, glaube ich. Allerdings ist der ja nicht ohne. Den mache ich kurz mit. Ich habe schon 100.000 Invader besiegt, aber den zeige ich mal. Na, wo ist er denn? Da ist doch einer. Na, wahrscheinlich erst, wenn ich das nehme, wird es triggern. Oder? Ja, ich wusste es doch. Ja, genau. Inquisitor Giza. Der hat nämlich diesen Pizzacutter. Ich sage mal Pizzacutter. Zumindest schaut er so aus. Sagen auch viele... Ja, ich bin so dämlich, ne? Ich hab mich. Ja. Ja, ich schon... Also manchmal kannst du überhaupt nicht schlagen. Das ist wie... Das will das Spiel. Ja, aber hilft ihm auch nichts. Hilft ihm gar nichts. Aber der hat ordentlich, glaube ich, das Gießersrad. Gießersrad, okay. Ich glaube, das hat auch ordentlich Blutungsschaden. Gut, dann haben wir den auch, den Vogel. Das war es dann eh schon wieder, glaube ich. Hier heroben. Und der Sprung, der wäre ein bisschen unangenehm, glaube ich. Ich wäre fast gar ein bisschen zu hoch. So, gut, dann, jo, noch einmal kurz. Mit denen habe ich gesprochen. Dann sollte hier dann, ich weiß nicht, ist da nicht dann normal die Ding drinnen? Die Ria? Na doch, noch nicht. Jo. Hier, wo dieses Gemälde ist, ja, die was wissen, ja, ist schon fies, gell? Also, wenn man hier das nicht macht, ja, und da gibt es noch irgendeine Möglichkeit, dass man woanders dann reinkommt in diesen Bereich, aber wenn man das nicht weiß, wird man einen riesigen Bereich verpassen, ja. Und das wäre sehr schade drum. Hier ist blockiert. Da aber auch dann glaube ich nichts mehr. Von da kann man glaube ich auch nicht. Oh ja, von da kann man rein. Man kann da vorne auch glaube ich rein. Ja, genau. So, da steht sie, okay. Und dann steht sie später dort. Brief, ja, genau. So, jetzt sprechen wir mal mit ihm schnell. Who are you? And what in heaven's name are you doing here? The Volcano Manor is a pit of recusants who spit at grace. And hunt our own kind. I hope you understand the weight of my words. Ich verstehe es. Well, as long as you understand what you're saying.
but know that the path you walk is blasphemy and leads only to a miserable death. Before you consider hunting any of your own kind, think on that. Ja, wir wissen, was wir tun. Ja, es wiederholt sich. Ja. Da hinten haben wir den Dialos oder Dialos, oder wie heißt er? Dem sprechen wir auch. Oh, it's you, is it? Well, nice to see you again. So you've been invited as well, I see. Then we're comrades in arms henceforth. You watch my back and I'll watch yours. Natürlich, natürlich. Yes. I can tell you're wondering about Lanya. Well, you see, after much internal debate, I've come to realize revenge is not the answer. According to Lady Tanith, I've got the stuff of champions. And champions, ironic as it is, are oft forced to walk a tainted path. It hit me like a bolt from the blue that my former thoughts were simple naivety. Of course, my heart weeps for Lanya. That unfortunate incident was a cruel twist of fate indeed. But succumbing to the pain and sadness caused won't make me a champion, will it? Lanya knows this, I'm certain. Fate has laid hard roads for us both. But such is true of any road trod by champions. So, boah, der redet wie ein Ölmann. The pale complexion. A far cry from any warriors. The shame of House Hoslow. But that won't be the case for long. They'll be darkened by grit once I've set out on the path of champions. The tale of House Hoslow is told in blood after all. Ja, super. I always resent a pale, but that won't be the case. Bla 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 bla, wiederholt er sich. Schauen wir noch einmal. Ja, ja. Okay, gut, dann, jo, haben wir das. Jo, da steht die Bucklige. Ja, die Bucklige. Hello again, brave tarnished. As a scout, I am pleased to see you again here, at the Volcano Manor, under Lady Tanith's guidance. May you tread the path of valor. Brave tarnished. Under Lady Tanith's guidance. Brave tarnished. Under Lady Tanith's guidance. Brave tarnished. Under Lady. Ja. Gut. Wo ist Patches? Ist Patches nicht auch da? Sollte Patches nicht da sein? Interessant. Sollte der nicht da sein irgendwo? Oder soll ich hier nochmal neu laden? Aber das glaube ich nicht, oder? Oder sitzt der woanders? Habe ich den übersehen irgendwo? Sitzt er da draußen? Da sitzt er, den haben sie nicht reinlassen. Okay, dann kann ich hier mit ihm sprechen auch. Well, you joined the manor, huh? I don't believe it. Didn't think you had it in you. And here I thought Raya was barking up the wrong tree. All good though. We're on the same side now. We'll do good work together. Ja, natürlich hätte mich auch wieder töten wollen, ne? Well, of course, we can do business if you like. Hatches Emporium at the Volcano Manor. Especially for you. Are you surprised that I belong to the Volcano Manor? I always hated the gibberish about lost grace and the laughable two fingers. I thought I could lend a hand in unmasking the charade. Not to mention, Tanith has always made me curious. I guess her master must really be something, because she's pretty damn smug about it. Even after announcing her blasphemous ambitions, she still stands proud. I've never seen a woman quite like her. Gut, dann was verkauft er? Jo, nicht wirklich, immer dasselbe, ne? Steinschwertschle, ja, den einen können, wie viel haben wir? Mann, wir haben schon wieder so viel Geld. Obwohl die eh nicht mehr brauche, aber egal, ne, ist egal. So, dann, ja, ich werde mal ganz kurz ein, hallo, Save and Quit machen. Ob das wird auch nichts bringen.
Genau. Und dann werden wir uns beim nächsten Boss sehen. Und das ist der Boss, ja, von diesem Gebiet. Und ja, die meisten wissen es und die es nicht wissen, werden es gleich sehen. Also bis gleich. Ja, hallihallo. Ich melde mich nochmal aus dem Hause Vulkan. Wenn ich da die Tür jetzt reingehe, dann sehen wir was, ganz was Komisches. Wer könnte denn das wohl sein? Und ist der nicht ein bisschen buckelig? Ein bisschen? Zumindest Halswirbelsäule und obere Brustwirbelsäule? Hm? Finde ich schon, oder? Brave Tarnished, what is your business here? I'm afraid this is not the best room. What's that peculiar look upon your face? Goodness, am I still a serpent? Oh, how dreadful. How dreadful indeed. Oh, forgive my distress. I ought to be thanking you for treating me as usual. Despite this appearance, Brave Tarnished, this is my true form. My real name is Zarius. Please forgive the deception. Do understand? This duplicity is my own doing. Lady Tanith speaks no falsehoods. And the Volcano Manor is just as it seems. Lady Tanith is my mother. I am told I was born by the grace of a glorious king. That my mother cherishes this form I inhabit. I am proud of what I am. But people are cruel. If they saw my true form, they wouldn't speak to me. And so I assume a guise when seeking new recruits. But you are not like the rest. My serpentine form and the name Zarius were secrets. Known only to Lady Tanith and I. Now I share the secrets with you as well. Please keep them safe from anyone else. My serpentine form and the name Zarius were secrets. Known only to Lady Tanith and I. Now I share the secrets with you as well. Please keep them safe from anyone else. Jo. Dann haben wir das auch geklärt, ja. Das wollte ich unbedingt noch zeigen. Und jetzt reicht es dann wieder ein bisschen mit den NPCs, weil das Ende nie. Und wie gesagt, es geht dann wirklich weiter mit dem Boss hier in dem Gebiet. Aber ich wollte euch das, wie gesagt, nur mal zeigen. Jetzt wissen wir auch, warum die Bucklige bucklig ist. Okay, dann bis gleich beim Boss. Ja, hallihallo. Ich mache gerade einen Rundgang. Da kommt doch gleich wer. Genau, auf den habe ich nämlich gewartet. Uralter Drache Lansex. Also nicht Lansex, sondern Lansex. Ah. Kann ich eigentlich? Ja, ich kann. Werde ich ganz kurz. Ich habe nämlich kurz einen Abschweifer gemacht, bevor wir wirklich dann nochmal... Hallo? Ah, der haut wieder ab, das ist fies, ne? Das ist ziemlich fies. Aber der kommt, glaube ich, noch einmal. Aber woanders. Da habe ich mal was gelesen. Auf einem anderen Platz. Und da gehen wir jetzt hin. Bis gleich. Und herzlich willkommen. Ich rede so leise, weil ich muss mich verstecken. Denn der Drache Lansex hat seine Position geändert. Wir haben ja im vorigen Teilchen gesehen, Part-Teilchen gesehen, wie wir ihn das erste Mal aufgespürt haben. Und ich wusste die Position, wo er das zweite Mal kommt. Das ist, glaube ich, das einzige Mal, wo ein Drache seine Position ändert. Und wie gesagt, hier kann ich ihm dann den Rest geben. Ja. Das erste Mal war nur kurz. Ich habe ihm, glaube ich, 3-4 Schläge verpassen können. Und dann hat er sich mehr oder weniger wegteleportiert. Das war nicht nett. Das war nicht nett. Ich werde von hinten angegriffen. Das tut man aber nicht. Das gehört sich nicht mit einer Frau. So, es war Frechheit, ne? Okay, gut, was wollte ich sagen? Ja, und jetzt sollte er hier irgendwo, ich muss mal schauen, hier irgendwo in diesem Bereich sollte er dann sein. Schauen wir mal, ob er wirklich auch erscheint. Ich hoffe es.
Er sollte dann hier irgendwo erscheinen. Ah, da kommt er. Wow. Das ist er. Lansex. Wow. Oh Gott, der ist stark. Ich muss mal hier weg. Schaut euch das an. Ist das cool? Mit seinem, was ist das, Feuer oder Blitzschwert? Nein, ich will nicht absteigen. Nicht absteigen. Ich will schön am Pferde bleiben. Eigentlich könnte ich mal... Jo, ich hol mal die Tränenasche noch dazu. Geht's ein bisschen leichter, warum nicht? Kann man machen. Ist erlaubt. Dann kämpfen wir schön. Dann kann ich mir das ein bisschen aus der Entfernung ansehen, wie cool das ausschaut. Wow. Wow, der schaut so cool aus, ne? Ein bisschen abgelenkt ist er auch dann, ne? Automatisch. Ah, okay. Das war nicht nett. So, jetzt hebt er wieder ab. Ja. Aber ein imposanter Kerl, ha? Ein imposantes Kerlchen. Aber der ist schon ordentlich. Der, meiner Meinung nach, bis jetzt der stärkste Drache. Und glaubt mir, das war nicht der letzte, den was man... Ah, jetzt sterbe ich gleich. Jetzt habe ich Glück gehabt. Jetzt habe ich Glück gehabt. So, komm. Nett, was steigst du denn schon wieder ab? Manchmal verstehe ich ihn nicht. So, also sie... Hey, du bist aber echt stark, weißt du das? Das gefällt mir gar nicht. So, weg hier, weg hier, weg hier. Ah. Wow, au, au, au. Nein, 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 nein. Nicht sterben, nicht sterben jetzt. Nicht sterben jetzt. Wow. Okay, machen wir es gleich hier, oder? Na, doch nicht. Doch nicht. Schnell weg. Boah. Imitator-Träne lebt auch noch, die ist nicht. Ja, Hälfte erst. So, jetzt komm mal, bitte. Jetzt hebt er wieder ab. Was für ein Kampf. Was für ein epischer Kampf. Komm, und... Ah, was ist das? Boah. Okay. Großen Gegner zu Fall gebracht. Wahnsinn. 120.000 Runen. Und Lansex Klefe kriegen wir. Okay. Das ist eine Anrufung, oder was ist denn das? Wow. Okay, coole Sache. Wow, war das cool. Und ich habe diesen Kampf jetzt zum ersten Mal gespielt. Das ist nämlich interessant, denn im ersten Durchlauf war dieser Kampf verpackt, warum auch immer. Ich hatte die erste Phase, also den ersten, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und nach ein paar Schlägen hat er sich dann auch wegteleportiert. Und ich habe dann auch hier in diesem Bereich gesucht, aber nichts gefunden. Vielleicht habe ich zu wenig geschaut, kann auch sein. Jedenfalls, okay, ich habe ihn. Gut, als nächstes kommen, glaube ich, noch... Au! Blöder Blitz. Noch zwei oder drei Bosse, die natürlich wieder nicht notwendig sind für meinen Platin-Boss-Rush. Aber ich werde sie trotzdem machen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir dort sind. Also bis gleich. Hallo, da sind wir schon wieder. Ah ja, da ist was los. Allerdings, das ist noch nicht einmal der Boss, den was ich meine. Das ist so eine eiserne Jungfrau. Die meine ich gar nicht. Die wird gerade aggro und die lassen wir jetzt auch in Ruhe. Ich hoffe, die verfolgt uns nicht. Au, ja, sie verfolgt uns sehr wohl. Also du bist ein Freak. Ein Freak. Hallo? Na warte. Nicht mit mir. Okay, dann machen wir die auch noch schnell. Dann machen wir die auch noch schnell. Ach Gott, du bist ein blödes... Ja, na das auch noch, ne? Das auch noch. Bitte lass mich leben, lass mich überleben, lass mich überlegen. Lass mich über... Ja, das war jetzt wirklich mehr Glück als Verstand. Ich habe gar nichts mehr gehabt jetzt, ne? Allerdings. Wo bist du hin? Ah, die ist sie schnell. Hey, hallo? So, aber jetzt reicht es dann wirklich, oder? Hörst du mal auf? Hallo, was ist mit dir los? Hallo? Hallo? Manchmal ist es wirklich cool, dass man sowas auf Video festhält. Also manchmal gibt es schon lustige Szenen auch. Okay, gut, dann haben wir das auch. Das war aber jetzt noch nicht der Boss, den was ich eigentlich wollte. Denn da vorne kommt erst der eigentliche Boss. Und ja, und eben, ich wollte nur über dieses Einsiedlerdorf gehen.
den da vorne, das ist auch nur so ein kleiner Zwischenboss, obwohl der ja hat auch nicht so viel drauf, aber sagte er und starb. Schaut er das an. Also das ist ja extremst, was ich da... So. Was da los ist, wie viel da sind. So, jetzt muss ich auch wirklich schauen, dass ich wegkomme. Was? Und was ist der nächste? So. Oh mein Gott, Walter. So, jetzt lass mich da mal ganz kurz wieder ein bisschen Ruhe. Oh, ich muss ein bisschen Ruhe einkehren. Da muss ein bisschen Ruhe einkehren jetzt. So, boah, haben wir jetzt einmal alle. Boah, noch immer nicht. Also das ist die... Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nur zum Boss, der was da vorne jetzt ist, oder? Genau, da vorne sollte er sein, der Boss. Da sitzt er schon. Genau, den will ich mir jetzt holen. Der Herr da. Wie heißt er? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Genau, halbmenschliche Königin Maggie. Genau, den holen wir uns jetzt. Und der wird natürlich auch noch beschützt von zwei so blöden Magiern. Ah, bitte, sag, das ist doch nicht. Das ist doch nicht normal. Hallo? Ich muss da ein bisschen weg. So. Gut. Oh. Gehen die mit? Die gehen mit. Okay, dann muss ich, dann machen wir es anders. Dann mache ich euch zuerst. Ich mag es überhaupt anders. Ich mag es anders. Das ist Wahnsinn. Na, so ist gar keine Chance. Also wenn ich das überleben sollte, dann kriege ich eine Tapferkeitsmedaille. Das ist ein Wahnsinn, ne? Ja, die schwersten sind die, ne? Na, geht sich glaube ich nicht aus. Boah. So, einer noch. So. Boah. Ist ja blöde Position hat er da. Komm mal runter da. Komm mal runter da. Zu weit darf man nicht weggehen, weil dann zaubert er wieder wie narrisch. Aber du zahlst man schon ein bisschen. Hallo, was soll ich denn machen da oben? Komm runter, das ist unfair. So, besser in die Eier. Komm. Au. Also, wieso bleibt er da oben stehen? Das ist sowas von unfair. So. Boah, ich muss mich noch... Also, was ist das bitte? Was ist das? Okay. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Dann komme ich halt rauf. Ah. Gute Nacht. Okay, gut, wir haben ihn. Puh, das ist schlimm, okay. Ich wollte nur ihn herzeigen. Und so ein Kampf ist daraus geworden. Aber ich bin nicht gestorben. Wow, das war wieder eine Herausforderung. Puh, zählt bis jetzt zu den stärksten Bossen. Mit allem drumherum. Okay, jetzt schauen wir gleich weiter zum nächsten. Und das wird wieder ein Drache werden. Allerdings auch nicht notwendig für die Platin, für den Platin-Boss-Rush. Aber auch diesen werde ich machen. Und wir sehen uns gleich in Kelid. Ja, hallihallo wieder und herzlich willkommen zurück und wir sind jetzt auf einmal in Kelid angelangt, denn da hinten sitzt, ich werde mich gleich auf mein Pferdchen setzen, weil das werde ich jetzt brauchen und es wird ein Megakampf jetzt werden, denn der hat es jetzt nicht nur drauf mit, beziehungsweise er hat es nicht drauf mit Blitz und so weiter, sondern mit Fäulnis. Ja, ihr habt richtig gehört, der Fäulnisdrache.
Ja, ich habe den Namen vergessen, aber er wird gleich eingeblendet werden. Und wenn es da jetzt nach vorschaut, da hinten, gleich erscheint er da. Auf der rechten Seite, seht ihr, da liegt er schon. Sieht edel aus. Ein weißer Drache. Ich muss mal schauen, wo vorne und hinten ist bei ihm. Ich glaube, da hinten ist der Schwan. Ah, er hat mich schon gesehen. Das war nicht gut. Okay, na gut. Verfallendes Ekzykes. Ekzykes. Verfallendes Ekzykes. Also, er ist... Er geht halbwegs. Außer wenn er... Ja, genau. Jetzt hier seine Fäulnis verteilt. Dann wird es nicht lustig. Das muss man überstehen. Alles andere. Ja, schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal, wie es wird. Ich könnte mir Hilfe holen. Ich probiere es einmal alleine das erste Mal. Boah, das schaut auch so geil aus. Also, jeder Drache sieht optisch auch ganz anders aus. Das ist, wow, Wahnsinn, ne? Am besten ist es aber trotzdem immer in seinen Beinen bleiben. So, mal kurz hier weg. Die Fäulnis, die ist tödlich. Weil wenn ich die mal habe, da ist vorbei mit mir. Aber der schaut schon so geil aus. Also diese Bosse sind so geil. In allen vom Software spielen. So cool designed. Ja, diesen Schwanzschlag muss man aufpassen. Das wusste ich. So. Aber bis jetzt geht's halbwegs. Halbwegs, sag ich. Okay. Mit dem Pferd, wie gesagt. Ohne Pferd, glaube ich, ist der unmöglich. Weil da würde man gar nicht wegkommen in der Zeit. Alleine die Fäulnis da. Der würde man nicht entkommen können. Ja, genau die. Jetzt hat es mich erwischt. Aber ich bin noch nicht komplett. Ich könnte mir ein Poli nehmen. Das könnte ich machen, werde ich auch machen. Das war so eines. Nutze ich gleich. Dann ist zumindest einmal das Ding weg. So, komm runter da. Das sieht ja alle da oben sind. Ah, wie weit geht das? Hohoho, das geht weit. So, komm runter da. Ah, Fäulnis. Habe ich zu spät gesehen? Aber ist hier noch rausgegangen. Wie gesagt, der Schwanzschlag, auf den muss man aufpassen. Und das wäre halt cool, wenn man vorne... Ja, das war jetzt ganz schlecht. Ja, jetzt bin ich tot. Genau, und das darf man nicht, wenn man da in seinen Ding reinkommt. Aber vielleicht sogar gut, dass man es mal gesehen hat. Weil da hat man überhaupt keine Chance mehr in dieser Fäulnis dann. Boah, und zweimal natürlich, da ist sofort dann die Leiste weg und bist du sofort tot. Okay. Dann auf ein neues. So, jetzt werde ich mir aber... Ich hol mir. Warum nicht? So, gleich hin einmal zu ihm. Weil man kann ihn auch betäuben, indem man ihm am Kopf trifft ein paar Mal, aber... Dann kann man ein paar Schläge anbringen, ohne dass was machen kann, aber das ist halt schwer am Kopf zu treffen. Wahnsinn, ne? So. Er hat es halt schwer, meine Imitator-Tränenasche hat es halt schwer, weil er nicht auf dem Pferd ist. Also sie nicht auf dem Pferd ist. Ach Gott, der Schwert, der Schwanzschlag. Aber der Drache ist mir abgelenkt natürlich. Das auf jeden Fall. So, vorhin ist weg. Das ist der Schwert. Hau, was? Hallo? Was? Jetzt hatte ich Glück. Aber ich habe Fäulnis, ich muss mir unbedingt...
Warum ging das nicht? Warum ging der Schlag jetzt nicht? Aber wir haben ihn fast. Ja, er kämpft sehr brav. Mein Imitator drinnen Asche ist halt schon sehr stark. So, gleich haben wir ihn. Ah. Noch einmal weg. Ja, okay, das war wieder notwendig, dieser Schwanzschlag, ne? Komm. War's der? Das war der letzte Schlag? Jawohl. Okay, großen Gegner zu Fall gebracht, dann haben wir das auch. Coole Sache, ne? Herzlichen Dank, liebes Helferlein. So, boah, dann können wir uns die Runen holen. Wo liegen die? Immer dumm. Wo liegen meine Runen? Da hinten irgendwo, hallo? Da. Okay, das waren nämlich ein paar. Jetzt habe ich ein bisschen, ja, 522.643 Runen, da kann ich ein bisschen, das gehen jetzt in ja zwei Level-Ups. Okay, dann werde ich das machen und dann schauen wir von unserem, ja, waren es 3 oder 4, sag ich einmal, Bosse, die jetzt nicht notwendig waren unbedingt, und einer fehlt uns noch in dieser Runde und den holen wir uns auch noch, ein, sage ich einmal, ganz cooler Boss, ja, ganz was Spezielles, und dann geht es wieder weiter zu den notwendigen Bossen, ja. Allerdings wird es jetzt immer schwerer und schwerer. Ja, also, puh, das können wir uns dann bald anhängen. Puh, okay, gleich geht's weiter. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück. Wir reiten eben zum nächsten Boss, ja, zu dem ganz coolen Boss. Den gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Mal in dem Spiel. Allerdings, der schaut so cool aus. Also das habe ich das erste Mal gesehen in Dark Souls, also in irgendwelchen Souls-Spielen habe ich sowas vorher noch nie gesehen. Ja. Und ich muss mal schauen, denn da vorne ist er schon. Ihr wisst es vielleicht eh schon. Ich stelle mich da mal von dieser Seite her, dass er schön in Szene gesetzt ist. Da vorne, seht ihn. Seht ihn! Da kommt er schon mit seinem Bötchen. Ne, ist das cool, ne? Er ist überhaupt nicht schwer, aber schaut extrem cool aus, ne? Er hat mich gesehen, der Tibia-Seefahrer. So, jetzt hat er sich natürlich irgendwo hin teleportiert, da hinten ist er. Also in seinem seichten Tümpel, da ist ja das Wasser eigentlich nur nicht einmal kniehoch. Aber er kann irgendwelche Gegner beschwören. Aber in erster Linie muss ich ihn treffen. Hallo? Also ja, es ist nicht wirklich schwer. Aber echt cool gemacht auch. Gefällt mir sehr gut. Ich hab da, den hat man bald. Aber schaut der cool aus, ne? Ist ja eigentlich nur knöchelhoch, das Wasser, und fährt er da trotzdem mit seinem Bootchen da. Ja, ich glaube, wir haben ihn gleich. Einen Schlag noch. Nicht auf mich, auf ihn. So, gute Nacht. Das war ja der Tibia-Seefahrer. Aber auch cool, ich wollte es euch trotzdem einmal zeigen. Wir bekommen eine Todeswurzel dafür, ja. Die ist auch für was da, aber das brauche ich, da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Jedenfalls, dem, was wir das geben, so einen sehen wir dann später auch nochmal als Gegner, als Boss. Und wenn es dann soweit ist, dann sage ich es euch. Ja, Asche, wie gesagt, habe ich eh alle. Gut, dann haben wir den auch. Und jetzt geht es dann wirklich zum nächsten Boss, notwendigen Boss für meinen, ja, für meinen Run hier, den, was ich machen will. Und das ist, also ich muss jetzt einmal selber zählen, aber ich glaube, es ist dann ja Nummer 17. Ja. 16 haben wir schon. Jetzt kommt dann der 17. von den notwendigen, ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir eigentlich schon gemacht haben, die, was wir gar nicht bräuchten. Sicher auch schon 10, 15 sicher. Ich glaube 15 sicher schon, wenn es nicht 20 schon sind. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. Jedenfalls waren schon einige. Aber ja, wir nehmen alles mit, was geht. Wie gesagt, bis auf diese, die Dungeons natürlich, die mache ich nicht. Denn das würde alles nur so sprengen. Und auch hier diese Sealgefängnisse. Das sind auch einige hier. Ich habe alle freigeschaltet und auch im Hauptspiel gemacht, im Hauptspiel sage ich, im ersten Durchlauf gemacht. Da habe ich auch alle besiegt. Ich glaube 7 oder so. Ich glaub 7 gibt es. 7 oder 8. 1, 2. Ist da drüben auch was? Ich glaube, da ist auch noch einer in Skelett.
Ich weiß jetzt gar nicht, sehe ich da was? Ja, ist eigentlich eh egal. Da was ist jedenfalls, da hier unten sind zwei. Das kann ich eigentlich auch weggeben. Das habe ich von vorher noch gehabt. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, glaube ich, 8 oder 9. 8, glaube ich, 7 oder 8. Okay, ist ja egal. Gut, dann war das das. Als nächstes, geht es dann gleich weiter. Und wenn ich dort bin, melde ich mich gleich wieder. Also bis gleich.